Ich baue heute an meinem Bushcraft Basis Camp weiter. Das letzte Mal mit meiner Hake, naja, bin ich ja sehr gescheitert. Der Boden muss aber trotzdem zuerst einmal wirklich vernünftig gemacht werden. Und deshalb habe ich mir jetzt hier so eine, ich weiß nicht, ob es ein Original ist, aber es ist eine Bundesheer-Klappschaufel gekauft. Und mit der gehen wir es jetzt an. Die Schaufel selbst fühlt sich qualitativ sehr, sehr gut an, muss ich sagen. Keinen Vergleich natürlich zu Original-Zeugs. Hier zum Hochschrauben, einfach durch das wird das fixiert. Und ja, ob es ein Original ist, weiß ich nicht. Aber damit kann man zumindest ein bisschen was anfangen. Und jetzt lege ich los. Leute, selbst mit der Schaufel hier ist es schwieriger als gedacht, den Boden sauber zu bekommen. Blätter und so kein Problem, aber wenn es hier schaut, da sind überall so ja, vielleicht 2-3 mm dicke Triebe am Boden, wo ich geglaubt habe, okay, die hackt man einfach ab mit der Schaufel und fertig erledigt. Na, keine Chance zum Abhacken. Bist du deppert? Seht ihr das, wie ich schwitze? Obwohl es nicht heiß ist. Ich glaube, wir haben irgendwas um die 15 Grad. Es hat leicht genieselt auch. Also, aber wenn euch YouTuber weiß machen wollen, dass das eh alles ganz einfach ist, vergesst es. Selbst so eine Bodenfläche roden braucht Energie, das ist unglaublich. Ja. Das habe ich zwischenzeitlich geschafft, ist ja schon ein kleines Stück. Ich muss aber noch das hier alles machen. Das alles gehört noch gemacht. Also ich würde sagen, die Hälfte circa habe ich. Weiter geht es jetzt mit dieser Ecke hier. Aber bevor ich hier weitermache, da schauen die Äste eines umgestürzten Baums rein. Das heißt, der umgestürzte Baum hier muss irgendwie ein bisschen zurückgeschnitten werden oder irgendwas, damit ich da dann weiter roden kann. Thank you.
So, fertig gerodet das Ganze. Genau so brauchen wir das. Und im nächsten Arbeitsschritt werden wir genau hier zwischen diesen Bäumen hier ein Bett-Bank bauen. Und erst wenn diese Bank gebaut ist, kann ich das Camp aufbauen, denn das Camp selbst beruht auf Basis des Bettes sozusagen. Ein bisschen kompliziert zu erklären, aber ihr seht es dann schon, was ich meine. Sorry, liebe anderen Outdoor-Bushcraft-YouTuber, seid doch ehrlich zu euren Zusehern. Es ist doch eine absolute Katastrophe, so richtig dicke Baumstämme nur mit einer Silke Pocket Boy oder mit so einer Handkettensäge zu schneiden, ohne dass man komplett aus der Puste und erledigt ist. Schaut mal, was ich jetzt geschnitten habe in der letzten Stunde. Diese drei Dinger da vorne. 1, 2, 3. Und da vorne schneide ich gerade einen vierten. Aber ich bin so erledigt, ich brauche jetzt unbedingt eine Pause. Also seid ein bisschen ehrlicher zu euren Zusehern. Weil so cool und stark seid ihr alle nicht, dass man da nicht aus der Busse kommt und voll erledigt ist. Und bitte, liebe Bushcraft-YouTuber, ich möchte natürlich niemanden unterstellen, dass er jetzt vielleicht unehrlich zu seinen Zusehern ist. Das ist garantiert nicht absichtlich. Aber wenn ihr nur herzeigt in euren Videos, wie einfach das ist, und man sieht dann eine Videosequenz, wo vier so Baumstämme hingeschmissen werden auf den Boden oder 10 sogar. Die Zuseher sehen nicht, was für eine Arbeit das ist, was für eine Mühe, wie schweißtreibend das ist, was ihr da im Hintergrund macht. Und so entsteht dann ganz, ganz schnell bei den Zusehern das Gefühl, oh, das ist easy, das mache ich in einem Tag, baue ich so ein komplettes Basiscamp auf, ist überhaupt kein Problem. Das meine ich mit, seid ein bisschen ehrlicher zu euren Zusehern, sagt ihnen, wie viele Stunden man da arbeitet und zeigt es nicht nur so an kurzen Videosequenz oder sonst irgendwas. Das meine ich damit, mit ehrlich sein zu den Zusehern. Ich bin mir sicher, dass niemand von euch eure Zuseher absichtlich anlügt, garantiert nicht. Aber zeigt einfach ein bisschen die Realität des Buschkräftigen her, das meine ich. So Leute, das hier wird das Grundgerüst für mein Bett. Was habe ich hier? Einen dünnen und einen dicken Stamm. Warum? Aus dem einfachen Grund, ich habe hier ein Gefälle und ich möchte versuchen, das Gefälle hier rauszubekommen. Das bedeutet, ich muss hier das ein bisschen eingraben, das hier nur minimal, und da drüber kommt dann das hier und das ist dann das Grundgerüst. Das sind die Beine sozusagen von meinem Bett. Auf der anderen Seite kommt genau dasselbe und da drüber kommt dann der Lattenrost sozusagen. Leute, und das ist einfach Bushcraft in Realität. Um 8 Uhr in der Früh losgegangen, jetzt ist es 3 Uhr Nachmittag. Ich bin mit meinen Kräften am Ende. Ich habe nicht mehr geschafft, außer ja, den Boden zeige ich euch. Der Boden ist schön gerodet worden. Hier war ein mega Aufwand und dieses
mickrig, lächerliche Grundgestell für die Sitzbank-Schlafbank. Ja, mehr habe ich nicht geschafft. Ist so. Trotzdem würde ich mich freuen, wenn ihr mal ein Abo da lasst, das Video liked, vielleicht auch teilt, wenn es euch gefällt. Und ansonsten, ciao, go, go.